Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem höchst seriösen Let's Play Silent Hill. Nein, wir sind wieder bei... Wow, to the moon? Eva, was passiert? Eva! Okay, was geht hier ab? Ist das John? John? Sag mir einfach, was los ist. Ich habe immer gedacht, dass die Leuchttürme sind. Das ganze System versinkt im Chaos. Redet die mit ihrem... Hä? Was? Was zur... Die Hasen sind immer noch gruselig. Das Gesicht sieht entstellt aus. Es ist fertig, River. Sie wird nie mehr alleine sein. Das macht mir Angst. Ich will einfach nicht wie alle anderen sein, Nick. Wie fühlt es sich an? Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Was geht hier ab? Ich dachte gerade, der hat keinen Unterkörper. Das ist ja noch gruseliger. Was zur Hölle geht hier vor sich? Es wird ihnen helfen, den Zustand ihrer Partnerin zu verstehen. Lieber nicht. Warum das? Das sind irgendwie alle wichtigen... Das sind irgendwie alle wichtigen Erinnerungen oder so total durcheinander geschmissen. Sie beim Tanzen. Okay. Nicht das hier lesen. Das Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Okay. Das war der. Ich kann den Ball rumkicken. Okay, nicht mehr. Schade. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Dein Platz? Oh, Entschuldigung. Ich wollte mich hier nicht alleine breit machen. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Das macht Angst. Das entwickelt sich zu einem Horrorspiel. Hör mal, das ist lange her. Kein Datum, keine Uhrzeit, Johnny. Kein Datum, keine Uhrzeit, Johnny. Kein Datum, keine Uhrzeit. Kann ich hier hochlaufen? Nein. Das wird übel. Hallo? Neil? Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel! Keine Scheiß... Was? Achso, wahrscheinlich sollte es im Englischen No Shit heißen und hier, ja, im Deutschen kein Scheiß. Das klingt seltsam. Wir sind die Einzigen hier. Eva, was auch immer du gerade tust, hör auf damit. Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will, aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Neil. Warum kommst du dann nicht endlich raus? Was wäre passiert, wenn wir weiter nach rechts gelaufen wären, frage ich mich gerade. Es wird mich die Frage auf ewig quälen. Was? Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich, sie geht nur woanders hin. Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren und mich mit ein paar Oliven zu füttern. Aber das hier ist jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid, aber das hier führt zu gar nichts, wenn du weiter die Erinnerungen zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg, du musst mir vertrauen. Also bitte, beruhig dich einfach und warte hier. Dann los jetzt, auslösen. Wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss.
Du kleine Pauserin, es gibt doch gar keinen Grund, ein Tor zu visualisieren. Was war eigentlich dieses Melodrama, Neil? Warum kämpfst du so hart um das hier? Vergiss es, wir haben keine Zeit. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, was machst du? Psst. Hallo? Sie ist weg. Futsch. Shit. Sorry, Kleiner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los jetzt, sonst sind alle guten Tische besetzt. Wir sind alle gleich gut, Mensch. Nein, Joey hat recht. An denen in der Nähe der Küche riecht es am besten. Ganz genau. Und man muss sich nur umdrehen, um einen Olivennachschlag zu kriegen. Bah, Oliven. Warte, warum lebt jetzt Joey? Rosalene? Ihn zu retten rechtfertigt gar nichts. Kann sich immer eine neue River suchen, Neil. Aber seinen Bruder gibt es nur einmal. Jetzt komm, wir stehen im Weg. Ach du Scheiße. Short steps. Everything is all right. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any word. Ich mach mal die Musik etwas lauter. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? What I feel, what I say, there's such a rift between them. He said, I can't really seem to read you. I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, the moon is all.
NASA. Nein, das wollte ich nicht. Hab jetzt wieder die Lautstärke zurückgedreht. Das Lied war. Das war übel gerade. Er hat das also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist aus? Wir machen jeden Kunden glücklich, den wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch. Wir sind ja bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Joey gerettet. Dafür River verloren. Vor allem das Üble ist ja, das ist alles nur seine Erinnerung. Im echten Leben ist ja Joey immer noch tot. Und River hat existiert. Aber er weiß nichts mehr davon. Für ihn ist es Realität. Für ihn ist es, als ob das wirklich so passiert ist. Da stellt sich einem schon die Frage, was ist überhaupt Realität, wenn unsere Erinnerungen so eine wichtige Rolle spielen? Bitte warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Wie armselig dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Wie armselig dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder da bist. Ja. Wir haben nicht die Zeit, ihn einfach nur anzustarren. Ja, Leute. Und auch wenn der Part jetzt ein bisschen kürzer ist, ich glaube, ich beende ihn jetzt hier, damit ich im nächsten Part dann Finale machen kann, weil ich denke, es wird schon das Finale sein. Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.